Games Workshop war in der Küche und hat gekocht. Und wie sie gekocht haben. Wir kommen zu den Warhammer News an diesem Sonntagabend. Die neue Preview ist nämlich draußen und neben ein paar Sachen, die wir bereits gesehen haben, gibt es hier aber etwas, boah. Gerade für die Sammler, ja, da müsst ihr unbedingt im Vorverkauf, Vorbestellung, wie auch immer das bei GW heißt, zuschlagen. Und ja, es sind natürlich wieder neue Leute dazugekommen. Games Workshop macht so um Weihnachten rum immer so eine Aktion. Das Ganze heißt Christmas Boxen. Wenn ich mich richtig erinnere, haben die letztes Jahr 180 Euro gekostet. Und die sind immer wirklich top. Gerade wenn man mit einer neuen Warhammer-Armee anfangen will, die sind auch immer noch mal ein bisschen stärker als eine Combat Patrol zum Beispiel. Ja, die wurden mal vorgestellt. Jetzt haben wir das Ganze hier noch mal in der Preview drin. Wir können das Ganze ja noch mal kurz durchgehen. Wir haben hier die Adepta Sororitas mit zwei Panzern, zwei Mortifiern, ein paar Repentier, ein paar Flagellanten. Hier vorne den Bischof. Ich kenne die ganzen Figuren nicht auswendig. Ist aber eine schöne Armee. Sehr, sehr, sehr nahkampflastig. Die werden hier schön auch getrieben von der Peitschen-Lady. Und dann stimmt das hier alles in den Nahkampf. Am besten noch hier durch die beiden Transporter. Also, ne, wenn man darauf Bock hat, lohnt sich. Die Nightbox, die habe ich ja so ein bisschen im Auge. Denn ich finde Knights cool. Vielleicht nicht zum Spielen, aber so zum richtig nice anmalen und hier hinter mir hinstellen. Vor allem für den Preis, wenn man weiß, was die Dinger sonst kosten, macht man damit auf jeden Fall nicht viel falsch. Ja, für unsere Necron-Fans haben wir hier auch ein paar schöne Modelle. Hier vorne den neuen Necron Overlord ist das, glaube ich. Jo. Und hier, ne, der Splitter des Ketan, des Sternengottes. Auch ein richtig cooles Modell. Und ja, hier ein paar Necron-Krieger. Ist das hier Lynchguard? Genau, kann auch so gebaut werden. Also, ja, für unsere Necron-Fans, checkt das ab. Der Vorverkauf müsste dann ja auch bald eigentlich losgehen. Ja, die Tau-Box, die fand ich schon bei meinem letzten Video nicht ganz so geil. Du hast halt hier nur diese, ja, vier Figuren und die Drohnen. Klar, das sind relativ große Figuren. Und wenn man auf diesen ganzen Mech-Kram steht bei den Tau, und da gibt es einige, da gibt es ja auch Leute, die malen die so kunterbunt. Ich weiß gar nicht, wie dieser Anime heißt, wo das so orange-lila ist und solche Geschichten. Oder man macht halt rot, Farsight-Enklave. Dann ist das natürlich genial. Ne? Weil so große Mechs kriegst du für den Preis dann wahrscheinlich nicht, wenn du sie so kaufst. Aber ja, die Tau haben so vielen coolen Kram bekommen, auch mit den neuen Krots und sowas dieses Jahr. Weiß ich nicht, warum sie dann halt ja, hier diese fetten Anzüge reinmachen. Aber naja, Tau ist eh nicht so meins. Und wenn es nicht die Nightbox wird, dann wird es die Inner Circle Task Force. Das ist eine brutale, brutale Box. Wir haben einen Primarchen, Lionel Johnson. Wir haben den Inner Circle mit diesen Roben. Das sieht super, super gut aus. Ein Chaplain, ein Ordenspriester. Und hier oben dann noch Deathring. Das ist einfach eine brutale Box. Und von denen, die hier sind, wirklich mit Abstand die beste. Ich sag jetzt schon, die wird sofort weg sein. Auch in jedem GW, die Leute werden reingehen, werden sich diese Box holen. Denn die ist brutal, gerade für den Preis. Ich komme hier vor wie so ein Verkäufer. Games Workshop, falls ihr das hier mal seht, stellt mich ein. Nein, aber wirklich, also für Dark Angels Fan ist das hier eine absolut, absolut brutale Box. Oder für Leute, die Bock haben, sich ein Primarchen zu holen oder die einfach nur zum Hinstellen und man malt die schön an und macht schöne Basen und so. Ein Traum. Ja gut, da kommt Age of Sigmar. Können wir eigentlich auch überspringen. Wir gucken uns kurz an. Hier ein paar Orks, die mag ich. Aber ich habe an sich mit Age of Sigmar nicht so viel am Hut und ja, kann dazu nicht viel sagen tatsächlich. Und das gefällt mir aber auch mit diesen hinter dem Schild versteckten Schützen. Hier noch ein paar Nörgel-Zombies und ja, das Buch. Eisenhorn, Maleus, ihr wisst, ich und Aussprache, nicht das beste Team, aber guckt euch dieses wunderschöne Design an. Diese Illustration. Das ist natürlich eine Sonderedition auf Englisch, aber tatsächlich liest der eine oder andere von euch ja auch auf Englisch. Ansonsten zum Sammeln. Wunderschön. Da sind ein paar Artworks drin. Nicht viele, hier stand irgendwie
5 neue, nicht ganz so viel. Aber guckt euch das an. Wie schön ist bitte dieses Buch, dieses Artwork. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet, keine Ahnung, alle 10 Seiten oder so. Oder für jedes Kapitel so ein Artwork. Das wäre doch brutal. Das sieht so hochwertig aus hier auf dieser Seite. Mit diesem Artwork hier, das ist Kunst. Das ist Kunst pur. Also wirklich. Das sieht so hochwertig aus. Super, super krass. Natürlich streng limitiert. Man kennt's. Englisch vor, ne, zum Online-Bestellen. Und so ein Kram. Aber super, super geil. Und da sind auch nicht nur die Artworks drin, sondern hier auch so Autorenkommentare. Denn Appnet hat das Ganze ja geschrieben. Jo, genau. Ich war mir gerade nicht so sicher. Und da gibt es dann auch noch mal ein paar Einblicke und Kommentare vom Autor selbst. Also für Sammler, deswegen habe ich hier auch rot angemacht heute, ist das ja wirklich eine super, super krasse Sache. Also wirklich. Die stellen viel dieser Special-Bücher vor und ich finde die auch meistens immer ziemlich cool. Aber das, also No-Brainer, wenn man Fan von Eisenhorn ist. Age of Sigmar, Skaventide kommt ein Roman. Hier noch was mit den Zwergen. Wie gesagt, Age of Sigmar nicht so mein Thema. Gut, der Red Gobbo, ein Hörbuch, bisschen Warhammer Plus. Aber da waren wirklich, wirklich brutale Sachen dabei bei dieser Preview. Und ja, ich sag euch dann nochmal Bescheid, wenn man das Ganze wirklich bestellen kann. Das ist irgendwie immer so ein bisschen verzögert. Und schreibt mir euer Feedback dazu mal gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Nacht und bis morgen. Ciao, ciao.